Jö, da sind wir wieder. Haben wir hier die Kiste schon geplündert? Ja, die ist leer. Dann gehen wir mal weiter. Ja, wie ihr hören könnt, ich bin noch ein wenig verschnupft. Ich werde dich schon Ah, töten. töten. Aber so ein, zwei Folgen werde ich schon aufnehmen können. Schauen wir mal. Na, noch eine Kiste. Schön, schön. Vielleicht kommt dann ja endlich mal die Rüstung mal raus, die auch einigermaßen aussieht. Beweglichkeit plus 2. Damit sind wir langsam ja schon. Ja, wir haben nicht besonders viele Punkte am Anfang reingesetzt, aber jetzt haben wir 6 Stück. Auch wenn wir immer noch nicht wissen, ob das jetzt Treffgenauigkeit oder Rüstungsklasse oder was auch immer beeinflusst. Vielleicht ja auch nur Fernkampfwaffen. Und hier sind jede Menge von diesen Goblins. Das finde ich echt super. Die sterben so schön schnell. Und die sagen genau das gleiche wie die Vorkreiter, oder? Nur in einer anderen Tonlage? Ja, der einzige Nachteil bei denen ist, wir müssen zu viel töten und dadurch werden wir müde und unbeweglich. Ja. Aber das sehe ich jetzt nicht so sehr als Problem an. Heilung nicht vergessen. Und wir haben gleich wieder 2 neue Truhen. Ah, das war doch eine schicke Heilung. So, Rüstung. Ne, Gegengift. Gegengift ist auch super. Kann man immer gebrauchen. Zumal es jetzt schon der dritte Dungeon ist, glaube ich, wo es vergiftende Kreaturen gibt. Ich glaube, dritter oder vierter. Also Unterwasser-Dungeon war zum ersten Mal. Dann diese komischen krabbelnden Spinnendinger an der Decke. Und hier die Schlammfrauen. Oh, und die Bäume in dem schwarzen Baum. Hieß der schwarze Baum oder verbrannter Baum? Irgendwie so. Komm her, dann kriegst du Prügel. Der Spruch ist neu. Auch wenn er von den kleinen Jungs hier ganz schön komisch rüberkommt. Ich meine, unserem Bären hier reicht eine garantiert nur bis zur Hüfte. Aber gut. Eine Goldmünze. Noch ein Hinweis darauf, dass wir vielleicht noch irgendwann mal einen Händler treffen werden. Weil wenn nicht, wäre das ganz schön albern. Dann hätten wir jetzt schon 4 Münzen oder so über. Und die können ja eigentlich nicht davon ausgehen, dass man alle Münzen ausgibt bei dem ersten Händler, oder? So. Hier rum. Darum. Ja, so kann das weitergehen. Lauter leichte Gegner, die nicht vergiften. An jeder Ecke eine Kiste mit irgendwelchem Zeug drin. Seelenverschmelzung, ja. Obwohl, der kostet bei uns ja viel zu viel Mana. Also sind die Statuen doch ganz praktisch. Also Seelenverschmelzung war quasi Unsterblichkeit. Was ganz nett ist. Also wenn wir eigentlich sterben würden, tauchen wir wieder auf. Das können wir auf jeden Fall vor einem schweren Bosskampf mal machen. So, wo geht's lang? Hier geht's nirgendwo mehr rum. Das heißt, da oben noch. Und da ist ja auch schon Gegner auf der Karte eingezeichnet. Ja, die Minimap ist hier echt super. Da können sich andere Spiele eine dicke Scheibe von abschneiden. Zack, zack, zack. Ich frage mich, was passiert, wenn man am Anfang diesen Goblin hier als Charakter genommen hätte. Ob man hier irgendwelche Dialogoptionen oder so bekommt. Das wäre schick. Heilung. Ja, stark sind sie nicht, aber die Masse macht's, ne? Wir müssen fast genauso viel heilen wie bei den anderen Viechern. Naja, das ist übertrieben. Aber. Ja. So, Heiltrank. Boah, wir haben schon einen richtig guten Vorrat inzwischen, ne? Also, das ist unsere Notreserve. Ich glaube, der hier gehört gar nicht zur Notreserve. Der liegt in der Nähe. Hier haben wir noch ein paar Mana-Tränke über. Ja, doch, schaut gut aus. Sortieren wir die gleich mal weg. Also, der kommt dahin. Gegengift. Gegengift. Weißes Mana-Dingens. Und Schrumpfblock. Ha. Also bisher haben wir die echt nur beim Riesen gebraucht und ein-, zweimal, um dieses nervige blaue Feuer wegzumachen.
Aber sonst sind die eigentlich ziemlich sinnlos. Boah, haben wir viele Heiltränke. Schöne Sache. So. Dum, 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 dum. Hier rum, Komm darum. her, dann kriegst du Prügel. Noch eine Goldmünze und hier flackert was. Langer Gang und Druckplatte. Ich erinnere mich irgendwie an Baldur's Gate. Ja. Nur war es kein Blitz, sondern Tornado. Oh, und ein Dreher drin. Ah, sehr link. Okay, das machen wir gleich nochmal. Nur erstmal Heilung. Eigentlich noch ein bisschen warten sollen. Aber wenn es gut läuft, kann unsere Heilung ja von hier bis voll machen. Also, einmal drauf. Tornado drücken. Einen Schritt nach vorn. Wir werden gedreht. Noch so viel richtig. Zwei unsichtbare Wände hintereinander. Okay, da kommt ein Stein drauf. Und wir haben keine Steine mehr. Den Hammer brauchen wir. Für diese einen Steinblöcke. Goldmünzen wollte ich da nicht raufschmeißen. Haben wir nicht irgendeinen. Ah, doch, da haben wir einen großen Stein. Der kann drauf. Und er macht nichts. Ah, das ist nicht gut. Wie viele von den Steinblöcken haben wir? Nur zwei. Das ist gar nicht gut. Na gut, dann. Oh. Der wird gar nicht ausgelöst. Was soll das denn? Brauchen wir echt einen Block da. Ich mag das nicht, die zu verbrauchen. Irgendwie habe ich das Gefühl, wenn man nicht im richtigen Moment die richtige Anzahl an Blöcken hat, ist das ein Game-Ending-Bug. Also, dass man wirklich nur weiterkommt, wenn man nicht vorher alle seine verbraucht hätte. Oh. Das ist eine Kröte, die an der Ecke steht und wartet. Ja, das wäre ja ganz praktisch, wenn du nicht so breit wärst, dumme Kröte. Okay. Dumme, aggressive Kröte, die viel Schaden macht. Stab. So. Und die kommt doch nicht vor. Es ist eigentlich ganz geschickt, weil so können wir nicht dieses Vor- und Zurückspiel machen. Naja, können schon, aber es ist wesentlich komplizierter. Nerviger. Also kriegen wir einfach mal eine Weile drauf ein. Nein, was war... Ja. Also ein Nachteil, wenn man direkt aufs Monster klickt, ist, man geht aus Versehen vor oder zurück. Oder dreht sich oder sonst was, weil der Cursor halt zu weit nach rechts und links geht. Ein Nachteil, wenn man es oben rechts bei dem Icon direkt macht, man drückt aus Versehen irgendwelche komischen Zauber, wie ich gerade eben. Nein! Noch ein Nachteil, wenn man zu viel redet, man stirbt. Wo waren wir hier? Ja, direkt am Anfang der Folge. Nochmal das Ganze. Ja, ich sollte öfters zwischendurch abspeichern. Obwohl das jetzt gerade mal 8 Minuten zurückliegt. Vielleicht sollte ich einfach eher auf meinen Mana, Quatsch, Lebenspunktebalken achten. So, ihr sterbt jetzt alle nochmal. Euch gibt's eigentlich gar nicht. Hey, was zur Hölle? Warum hältst du so viel aus? So, das Dingens wollten wir anziehen. Den Stab wollten wir eigentlich nicht die ganze Zeit tragen, sondern ein Schild. Ups. Und jetzt waren hier insgesamt noch 3 Truhen oder so, die wir brauchen. Nicht um... okay. Nicht umkreisen lassen, wollte ich gerade sagen. Und schon sind wir in die Zange gegangen. Du auch noch. Neue Schilder haben wir auch schon lange nicht mehr gefunden, kann das sein? Das hier ist, glaube ich, auch schon 3 Dungeons oder so alt. Stärke regeneriert Stärke. Schneller. Hä? Achso, damit ist wahrscheinlich die Erschöpfung gemeint.
Gegengift, ja. Soweit, so gut. Genau, hier ist Truhe Nummer 3. Da unten. Wir brauchen, glaube ich, noch eine Seelenverschmelzungsstatue. Da habe ich die eben gerade schon aufgehoben. Nein, nicht die Wand hauen, nicht die Wand hauen. Ah, da ist die nächste Truhe. Ist da eine Seelenverschmelzung? Nö, die Goldmünze. Ja, die wird wohl auch noch wichtig sein. Also hoffe ich einfach mal. Denn ich will Gold ausgeben. Auch wenn das Händlersystem hier nicht wirklich das Beste ist. Also ihm einfach eine Münze in die Hand drücken und dafür random irgendwas bekommen, ist nicht so toll. Dungeon Master 2 fand ich cool. Wo man einfach diese Tische hatte, wo man Sachen rauflegen konnte. Dafür bekam man Münzen zurück. Also richtig animiert. Der kleine Typ läuft hinterm Tresen, nimmt die Sache entgegen, legt die Münzen rauf, schiebt die Münzen nach vorne. Das war cool. Das Händlersystem habe ich richtig gemocht. Werden wir vielleicht auch nochmal irgendwann sehen. Wenn ich mit Anvil of Dawn durch bin, mit Dungeon Master 1, mit Eye of the Beholder 1 und mit Lands of Lore 1. Dann können wir vielleicht mal über Dungeon Master 2 nachdenken. Hm? Ja, so habe ich mir das jedenfalls gedacht. Ah, es gibt so viele schöne Spiele. So, aber wir müssen wieder nach oben. Erstmal das Schild wieder in die Hand. Dann müssen wir weiter nach oben. Und die Illusionswände wiederfinden. Oh, nicht wieder die Zange. Na, kommt her. Und nächster bitte. Genau. Komm her, dann kriegst du Prügel. So, die beiden noch, und dann müssten eigentlich gleich hier die Wände sein. Noch eine Kiste, noch ein Heiltrank, noch eine Heilung. Na komm schon, ich wollte die Karte gucken. Hey, wo waren die Wände? Da oder da? Gucken wir erstmal nach oben. Weil da noch ein Gegner ist. Aber, nee, schaut nicht so aus. Ah, hier war die letzte Kiste. Das ist ja auch gut. Müssen wir extra wegen der einmal zurücklaufen. So, ein Trank der Stärke. Ich mag die sowas von nicht. Für 2 Minuten 1 Punkt Stärke haben, wobei man nicht weiß, wie viel 1 Punkt Stärke genau bringt. Und gefühlt bringt es nicht wirklich viel. So. Da war die Flackerwand. Hier ist noch eine Münze. Und jetzt speichern wir erstmal ab. Jetzt wird gleich wieder sterben. Also LP 38.